Yo, Freunde, was geht ab? Heute eine ganz wichtige Sondermeldung. Das nächste Update in Toilet Tower Defense und was es für uns bereithält. Freunde, es wird ultimativ krass. Es kommt eine neue Crate, es kommt ein neuer Charakter, sogar drei, glaube ich. Drei neue Charakter Minimum. Und es gibt eine neue Rarity nach Mythic. Es gibt eine neue sozusagen Endstufen-Unit und das wird der Upgrade Titan TV Man. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr Bock drauf habt und Freunde, schreibt eure Nicknames in die Kommentare rein und natürlich auch eure Meinung zu dem Update hier. Und ich verlose random an ein paar Leuten eine Spider-TV-Crate. Kuss, Kuss. Wir gehen rein. Let's go. Bevor wir uns anschauen, wie er aussieht, werfen wir mal einen kleinen Blick auf die Summon-Units, Leute. Ihr seht schon hier drinne, da haben wir so ein bisschen die Drop-Rates, wie die aktuellen Drop-Rates jetzt sind. Man kann die natürlich so ein bisschen hochboosten. Die Unit, die jetzt kommt, also die neue Mega-Unit, wird sozusagen sich hier reinfinden und mit Gold zu kaufen sein. Deswegen, Leute, spart auf jeden Fall euer Gold an. Es wird kommen. Das Update ist laut Talendrick wahrscheinlich so um den 20. November herum, also nächsten Montag, wenn alles klappt. Jetzt haben wir hier die Droprate 0,2%, weil ich natürlich so einen Pass habe. Normalerweise wäre die 0,1 und man kann die natürlich sogar noch verdoppeln mit so einem Luck Boost. Wie kann man sich also auf jeden Fall jetzt auf das Update vorbereiten? Man sollte auf jeden Fall so viel Gold wie möglich sparen. Man sollte seine ganzen Candies auf jeden Fall ausgeben, um sich einen Luck Boost am Candy Shop da hinten zu holen, weil der da nämlich sehr, sehr günstig ist. 100 Candy ist ein Luck Boost. Wir holen uns mal direkt zwei Stück. Bevor wir gleich reinschauen, wie der Titan TV Man Upgrade ausschaut. Nochmal ganz kurz zu den anderen Units. Es gibt natürlich auch noch mit einer neuen Crate andere Units, die in dieser Crate halt vorkommen. Und wie wir hier sehen können, wird es wahrscheinlich entweder zu drei Units führen. Das könnte natürlich so wie hier oben die exklusive Spider-Crate sein. Oder natürlich wie im Halloween-Shop, dass wir sogar fünf Units bekommen. Hier, by the way, kann man sich den Luck-Boost holen. Also sehr, sehr günstig, Leute, wenn man sich den kauft. Mache ich eigentlich immer mit meinen Candies. Und man kann sich natürlich auch noch den Coins-Boost holen. Also spart ordentlich Moneten. Und ja, Digga, du bist im Video. Kuss geht raus. Wir machen aber weiter. Jetzt gehen wir mal zu Talendrick rüber und gucken uns die neue Unit mal an. Hier sieht man das erste Mal bei Talendrick den Upgraded Titan Cinema Man in diesem Fall. Und ihr seht, der ist schon ziemlich gut getreu nachgemacht. Das ist er auf Level 1. Also ich gehe mal davon aus, dass er das hier sein wird auf Level, weiß ich nicht, 7 oder so. Wir wissen aber auch noch nicht, wie hoch er geht, weil, wie gesagt, das ist keine mythische Unit. Es wird vielleicht mythisch plus oder super oder sonst irgendwas. Und ja, der sieht auf jeden Fall so wild aus. Guckt ihr das an, mit dem Fernsehen hier und sein Schwert. Ist da der Energiekern. Man weiß natürlich noch nicht, was für Skills der haben wird. Talendrick selbst sagt, dass das Update am 20. November kommt und hier das Thanksgiving-Event starten wird. Also in Amerika ist ja gerade Thanksgiving, es wird ja mies gefeiert und so weiter. Das heißt, wir haben sehr viel mit Thanksgiving-Units wahrscheinlich zu tun und die sehen so ein bisschen aus wie, ja, also ich finde die Unit jetzt persönlich nicht so krass, aber die stellte hier im Video auf jeden Fall auch nochmal vor. Als allererstes seht ihr, kommt der Turkey Speakerman so ein bisschen zum Tragen. Das ist so ein Huhn, so ein Truthahn in dem Speaker drinne. Und ja, also die Klamotten, ich weiß jetzt noch nicht, ob das alles so gesettet bleibt. Na, das kann natürlich noch sein, dass sich hier ein bisschen was ändert. Aber ich finde die Unit jetzt an sich nicht so krass. Die sieht irgendwie ein bisschen Müll aus. Gibt aber natürlich auch noch einen anderen, das war nämlich gerade Turkey Speakerman. Wir haben natürlich auch noch Turkey Cameraman, wie man sehen kann. Und der, sehr crazy, kann sogar ein Hühnchen werfen. Der macht einfach die Security Toilets mit Hühnchen tot, beziehungsweise mit so einem Truthahn. Also mega dumm. Das wären zwei Units. Wäre aber natürlich blöd, wenn du diese beiden Units zusammen mit so einer über-mega kranken Unit wie dem Upgraded Titan TV Man irgendwie, ne, in so einem Update kommen. Also Crate wird er natürlich nicht drin sein. Er ist im Shop. Da habe ich mich, glaube ich, auch vorhin eben so ein bisschen vertan. Also der Crate ist natürlich nicht. Aber die Units kommen in dieser Crate. Und natürlich kommen auch noch mehr Units in dieser Crate vor. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass der ganz böse Scientist Toilet wahrscheinlich sogar noch ein Update bekommt, beziehungsweise eine neue Aufmachung, dass er sozusagen ein neuer Gegner wird, weil das jetzt hier möglicherweise ja nur die Klontoilette bisher war. Ich habe ein Video dazu gemacht auf dem Hauptkanal, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Es gibt keine Theorie, Leute. Ich habe es eigentlich so gut wie bestätigt, dass die Scientist Toilet immer noch lebt. So, und das hier ist halt, ne, möglicherweise jetzt auch im neuen Update enthalten. Also wir können uns vielleicht sogar auf einen neuen Boss gefasst machen. Ja, Leute, nochmal ganz kurz was anderes. Ihr seht schon, ich habe ganz andere Kopfhörer auf. Ich bin gerade am Autogrammkarten signieren. Und falls ihr vielleicht auch noch welche haben wollt, Ende November und im Dezember zu Weihnachten gibt es auf jeden Fall kostenlos, ich meine es ernst, ihr bezahlt dafür nichts, kostenlos Autogrammkarten auf meinem Instagram. Einfach Instagram Denomi suchen. Falls ihr keinen Instagram-Account habt oder die Eltern sagen, nee, Brudi, nicht auf
auf Instagram oder Schwesti, je nachdem. Dann könnt ihr eure Eltern auch fragen, die können das auch für euch in Auftrag geben. Die sollen einfach mal bei mir gucken. Heute zum Beispiel unterschreibe ich wieder welche. Kommt auf jeden Fall gerne rum, mache ich sehr, sehr gerne für euch. Kuss, Kuss. Dano out. Jetzt natürlich die Frage. Yo, Dano, was glaubst denn du, Digga? Wie ist denn das jetzt hier? Leute, die neue Unit, die wird richtig reinschallern. Überlegt mal, wie die Drop Rates aktuell sind. Ich kann mir vorstellen, dass man den Upgraded Titan Cameraman vielleicht so auf 1% setzt oder 0,5 oder so. Na, also diese mythischen. Und dann vielleicht die neue Rarity auf unter 0,1% gesetzt wird. Man kann die natürlich dann auch so ein bisschen anpassen in dem Shop. Das darf man immer nicht vergessen. Aber es wäre halt zu easy, wenn man mit diesem Vierfach-Boost, den ich halt bekomme, also ich kann bis 0,4% hochgehen, wenn man den natürlich dann auch gleich auf diese Rarity anwenden könnte. Deswegen sollte die Rarity wahrscheinlich eher so bei 0,01% liegen. Das würde mehr Sinn ergeben, damit die halt wirklich auch selten bleibt. Ne? Das kann ich mir zumindest vorstellen. Vielleicht ist das irgendwie so eine Regenbogenfarbe oder sie ist schwarz oder sonst irgendwas. Schwarz passt natürlich nicht so richtig ins Bild. Weiß man noch nicht, aber sie kommen auf jeden Fall in diesem Shop vor und die Münzen in dem Shop sind auch gar nicht so teuer. Wenn ich sie natürlich bekomme, Leute, ne, alle, die abonniert haben, die ihren Namen in den Chat geschrieben haben, die immer am Start sind, die in jedem Video dabei sind, den schenke ich natürlich Units, das wisst ihr auch. So, und dementsprechend, also wir können uns da, glaube ich, auf was ganz Geiles einstellen. Aber nicht nur, dass es jetzt bei diesen ganzen Neuerungen ist, es kommt natürlich auch noch das ein oder andere on top dazu. Weiterhin sind noch Pläne für einen neuen Schwierigkeitsgrad da, der aber nicht ganz so schwer wie Abysmal Mode wird. Das heißt, wir bekommen höchstwahrscheinlich irgendwie einen Schwierigkeitsgrad zwischen Extrem, also Hardcore, und dem Abysmal Mode, also irgendwie was dazwischen. Es gibt außerdem auch noch Pläne, wie lange dieses Event mit dem Turkey da gehen soll, also das Thanksgiving-Event. Das soll wohl bis Anfang Dezember gehen, ungefähr so bis zum 10. rum. Danach fängt das Weihnachts-Event an und das Weihnachts-Event, Leute, das soll das größte Event dieses Jahr werden. Also wir können uns da im Dezember auf was sehr, sehr Geiles gefasst machen. Das wird auf jeden Fall super nice. Und ja, wenn ich jetzt gerade mal so sehe, dass hier so ein paar Leute am Start sind, ey, ich gebe irgendein Random vor denen jetzt. Zack, Digga, Simon. Simon hat schon eigentlich ziemlich gute Units. Wir gucken mal, wie sieht's denn hier aus? Bruder, der hat nicht so krasse Units. Kakashi. Ey, ich trade jetzt Kakashi an und gönn dem jetzt. Einfach mal ein Scientist TV. Auf entspannt. Kuss geht raus. Schön, dass ihr immer dabei seid, ne? Ich freue mich. Er sagt, oh mein Gott. Und gebe ein Smiley rein. Ja, also das ist auf jeden Fall super interessant. Diese Update-Quelle ist von Telendrick, also dem Developer persönlich. Falls ihr natürlich noch Fragen habt, die ich ihm vielleicht mal stellen kann, soll oder so, schreibt sie gerne auch in die Kommentare, falls euch irgendwas interessiert. Und falls ihr vielleicht noch auf irgendwas ganz speziell eingehen sollen, sagt auf jeden Fall Bescheid. Ich denke, dass ich noch nicht alle Units enthüllen konnte, weil es liegt natürlich immer so ein bisschen an Telendrick. Aber das waren auf jeden Fall schon einige. Und ich glaube, da kommen jetzt auch noch ein paar Units dazu, die wir noch nicht kennen. Wer weiß, ob sich hier halt noch was ändert. Die letzte Folge hat auf jeden Fall viel Zündstoff gegeben. Und ja, ich denke, ihr seid up to date. Und ich bin sehr gespannt, wann das Update kommt. Natürlich, Leute, zocken wir das auch direkt rein. Ich habe schon sehr, sehr Bock. Und ich hoffe, ihr auch. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Danke fürs Zuschauen. Dickes, dickes Küsschen. Bis in der nächsten Runde. Tower Defense, Dano out.